Jetzt gerade zwei, drei Situationen hier. Einmal der Anwurf von Wismar, der gar nicht abgespielt wurde, sondern gleich ins Tippen überging. Erste Fehlentscheidung von den Schiedsrichtern. Da muss der Pfiff erfolgen und Freiwurf für Schwerin. Und grüne Karte jetzt gezogen. Team Timeout für Schwerin. Team Timeout, grün bei Schwerin. Und eben wie du sagst, selber verworfen, nachgearbeitet zum Ball, den Abpraller geholt, ist definitiv auch Abwurf vom Tor. Dann die Situation, Jule Grünwald zieht den Ball durch, schlägt der Gegenspielerin das Ding auf den Kopf, ist natürlich auch eine klare rote Karte. Das sind drei Situationen jetzt aufeinander gewesen innerhalb weniger Sekunden, wo die Schiedsrichter nicht Herr der Lage sind und auch nicht den richtigen Blickwinkel haben. Ja, dann haben wir jetzt eine Minute Zeit, um alle Gemüter ein wenig zu beruhigen. Also ich bin ruhig. Und trotz alledem können wir festhalten, es sieht nach einem sehr spannenden Spiel aus. 11:12 der Spielstand. Die Auszeit hätte auch genauso gut von Wismar genommen werden können, die jetzt von Steffen genommen wurde. Und genauso wird sie auf Wismarer Seite jetzt auch genutzt. Na, sie wird ja generell immer genutzt. Egal, ob der Gegner sie nimmt oder man selber nimmt. Man hat immer ein paar taktische Sachen anzusagen oder ein bisschen was zu verändern. Im Endeffekt hat der eine vom anderen Nutzen, wenn es soweit ist. Wie würde es aussehen, Kai, wenn ich jetzt als Trainer die grüne Karte hinlege, ein Team-Timeout von meiner Mannschaft beantrage und die andere Mannschaft muss auf der Platte stehen bleiben und warten? Das sieht doch völlig blöd aus. Ja, in der Tat. Aber es ist ja im Allgemeinen so, dass man das Team-Timeout dafür nutzt, nochmal seine Mannschaft nochmal aufzurütteln, nochmal ranzuholen, etwas zu verändern, auf eine gewisse Spielsituation einzustellen, die letzten 5 Minuten. Das ist richtig. Und gerade das macht man ja gerade dann, wenn es nicht läuft. Oder auch den Rhythmus des Gegners zu unterbrechen. Gerade gut nachgesetzt von Katrin. Egal, ja. Und Laura Fischer hält den Ball. Aber es ist keiner so richtig nachgestiegen. Und Sarah Bischoff nimmt da die Hände weg. Nachträglich die Bestrafung. Und kriegt jetzt. Ja, natürlich. Ist richtig. Ist korrekt entschieden. Sie hat ja auch schon gelb. Ja, haben sie auch gut gesehen. Lässt zwar im richtigen Moment die Hände vom Körper, lässt sie zum freien Wurf kommen. Aber natürlich vorher an den Hals, an die Schulter. Ist vollkommen richtig entschieden so. Und damit 11:13. Und Überzahl jetzt für die TSG Wismar. Und jetzt ist es noch mehr von Schwerin gefordert, auf die Lücken zu stoßen. Denn gerade, ich sagte das vorhin schon einmal, die Schiedsrichter gehen sehr, sehr schnell mit passivem Spiel. Und gerade in Unterzahl sollte man so lange wie möglich, da ist dieses Zeichen schon. Juliane Schiller. Na klar, dann kommt die Situation aus einer Halbschance, versuchst du ein Tor zu werfen. Und da haben sie Glück, dass der Ball am Pfosten geht von Franziska Rassel. Und Steffen sollte, auch wenn es ihn ärgert, nicht auf den Schiedsrichter schimpfen. Gelb hat er schon. Ja, nachdem der Pfiff erfolgt ist, ist nicht regelkonform und daher auch ab und an zu pfeifen. Auch wenn der Schiedsrichter das nicht macht, natürlich schimpfen darf er nicht auf den Schiedsrichter. Nein, das sollte er, wie gesagt, nicht tun. Du sagtest ja gerade, gelbe Karte hat er schon. Und er schadet natürlich der Mannschaft, wenn er seine 2-Minuten-Strafe kassiert und ja, dafür eine weitere Spielerin vom Feld muss. So, Mädels, bleibt dran. Ihr habt noch 3,5 Minuten bis zur Halbzeit. Und Sarah Dühl mit ihrem dritten Treffer zum 11:14. Nicht, dass Wismar gestärkt in die Halbzeit geht. Sollte man jetzt nochmal die Zeit nutzen und es geht wieder. Ja, und es wird jetzt wieder gleich, und können wir darauf warten, dass gleich passives Spiel genau, wieder ist. Jetzt soll der Druck auf die Abwehr kommen. Jetzt kommt gleich wieder das Anzeigen. Ah, und die Idee war gut von Maria Kloth, der Pass auf Katrin Helge, aber die Ausführung war natürlich eine Katastrophe. Ja, mit der Brechstange durchgeht natürlich auch nicht. Und Abwurf. Da hätte die Katrin Höker? Hilger. Hilger einen Doppelpass nehmen können. Weil schön angespielt, bindet zwei Leute auf einmal. Anstatt wieder rauszuspielen, zur parallel zustoßenden Mitspielerin, versucht sie es natürlich durch zwei Leute durchzukommen. Und damit hat man natürlich keinen Erfolg.
Ja, und jetzt Team Timeout. Der TSG. Fand ich persönlich jetzt, aus meinem persönlichen Empfinden, nicht so gut aus der Wismaraner Sicht. Weil ich hatte gerade den Eindruck, dass wenn die Wismaraner auf die Abwehr jetzt zulaufen, schien Schwerin gerade ein wenig überfordert. Ja, dafür ist Schwerin ja auch mit 5 Feldspielern gerade noch da gewesen. Jetzt wird man gleich wieder auffüllen dürfen auf Schweriner Seite. Wir machen jetzt einen Spielzug, wir stellen ihn jetzt. Kann man das noch Spielzug nennen? Ja gut, aus dem 9 Meter ist ja immer eine Spielsituation, aus dem ruhenden Ball. Es ist immer ein Spielzug, weil du kannst rauf zum Wurf als 9 Meter Werfer oder du löst die Situation auf, steigst hoch und spielst den absetzenden Läufer dann an. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Auflösungsvarianten aus dem 9 Meter heraus. Ich denke mal, das ist das, was Gitti gerade meinte. Wurde dort auch ein wenig unterstützen ihre Entscheidung von der Nummer 4 von Wismar, von der... Franziska Rassel. Genau, die hat das Ganze unterstützt. Da sehen wir jetzt auch den gestellten Block. Guck, und genau das, was ich sagte. Schade. Fuß. Aber so wär's gegangen. Sie kommt ran, spielt den Ball zurück. Ein zweiter Pass. Und fast die Situation, dass der Gegenspieler, die Mitspielerin frei ist. Und zum Torerfolg kommen könnte, kann. Da bis mal die Lücke noch zu. Und jetzt muss gewischt werden. Also ich gehe jetzt nicht nur wischen. Kurz mit den Füßen erledigt. Und es geht gut. Und jetzt hier schön gebunden, in den Kreis getreten. Man hat schön gesehen, Julia Grünwald wird in Manndeckung genommen. Sie tritt raus außen. Und Maria Kluth hat da die Möglichkeit. Und Lara Fischer hält den Ball. Und das war Fuß von Maria Kluth. Da kam sie mit den Füßen nicht weg. Und jetzt mal gut verteidigt und wieder die Kontermöglichkeit für Grünwald-Schwerin. Julia Grünwald. Tor. Treffer Nummer 6 in diesem Spiel. Abgesehen von dem einen Konter, wo die Torhüterin super hält, ist sie da in der Situation 1 gegen 1 natürlich super sicher. Und das brauchen die Schweriner Mädels auch. Ja, sie hat ja schon, ich glaube, das war der 4. Konter bereits. Ja, aber sie hat ja auch Erfahrung. Sie hat auch eine Weile bei den ersten Frauen gespielt. Denk mal, ist auf eine gewisse Art und Weise gefestigt. Ja, und der Ball ist weg. Und jetzt sogar noch die Möglichkeit für die Schwerinerin, hier den Anschlusstreffer zu erzielen, kurz vor der Ende der ersten Halbzeit. Wismar löst das Problem ganz gut, wenn Schwerin über die zweite Welle kommt, dass das taktische Foul recht frühzeitig ist auf dem Ball führen. Dadurch natürlich eine leichte Stockung. Und der Treffer von Theresa Meissner und ein schreiender Steffen Franke. Zurück, zurück, dass wir ja das Gegentor nicht mehr kriegen, was wir uns gerade erarbeitet haben. Es sind noch 13 Sekunden, jetzt der schnelle Abschluss und Laura Fischer hält den Ball. Also die Aktion ist noch nicht durch hier. Wieder Laura Fischer. Und Ballbesitz Grünwald Schwerin und damit endet die erste Halbzeit. 13-14, erwartet uns eine spannende zweite. So wie ich es gerade gesagt habe, 14-11 Mädels, holt euch noch mal ein bisschen Selbstvertrauen. Jetzt steht es 13-14, so kann man in die Kabine gehen. Und die letzten 3,5 Minuten waren ansprechend kämpferisch. Sollte so weitergehen, dann bleibt die Kiste hier eng. Und wissen wir vielleicht auch irgendwann ein paar Defizite konditioneller Seite. So, beide Mannschaften ja da, Schiedsrichter auch da. Gleich nochmal 30 Minuten, zweite Halbzeit. Wir hoffen mal, dass es so spannend bleibt. Und vielleicht schafft es Schwerin, sich nochmal einen kleinen Vorteil zu verschaffen und vielleicht auch mal mit ein oder zwei Toren in Führung zu gehen. Ja, schlussendlich reicht es, wenn es kurz vor Schluss sie das tun. Du weißt, wer ein Tor mehr wirft, hat das Spiel am Ende gewonnen. Ja, kann ich mich an Spiel erinnern.
7 Tore hinten gelegen, eine Viertelstunde vor Schluss. Eine halbe Minute vor Schluss geht man das erste Mal im Spiel in Führung. Reicht zum Gewinnen. Da kann ich ein Liedchen von singen. Ich hoffe, du singst nicht. Ich kann sogar sehr gut singen. Es wurde mir gerade erst wieder bestätigt. Aber das überlasse ich dann doch den Profis. Ich reduziere mich da auf Sprechen. Bin froh, dass ich das beherrsche. Da zweifle ich auch nicht dran, ne? Und wir überlassen das Handballspielen den Mädels, die es können. Sarah Bischoff. Jetzt macht sie es richtig. Jetzt macht sie es richtig. Wartet auf die erste Bewegung von der Torhüterin, das, was ihr in der ersten Halbzeit nicht gelungen ist. Und wie ich vorhin auch schon einmal sagte, mit dem Aufsetzer auf, vor die Füße hat die Torhüterin ihre Probleme. Ja, und das war der zweite Treffer von Sarah Bischoff zum Ausgleich 14 zu 14. Und Laura Fischer hat sich zu einem starken Rückhalt ihrer Mannschaft entwickelt in den letzten Spielen. Und Theresa Meyer und die Führung für Grün-Weiß-Schwerin. Auch dort die Wurfvariante, Aufsetzer vor die Beine, vor die Füße. Auch der zweite Wurf erfolgreich. Der hat Steffen bestimmt nochmal seine Mädels drauf eingeschworen. Und gesagt, pass auf, die Torhüterin. Schiedsrichterin ist leicht zu bezwingen durch den Aufsetzer. Nein, dass die Torhüterin dort wirklich ihre Problemchen hat, ihre Defizite. Und wie gesagt, jetzt bisher zweimal eine Situation geschaffen, zweimal zum Torerfolg mit dem Aufsetzer. So kann es weitergehen. Ja, und jetzt der Ball über die Mittellinie. Und passives Spiel. Genau. Und da das Kreisanspiel auf Julia Grünwald. Bleibt liegen. Schulter an den Kopf. Oh, sie steht wieder. Steht wieder, es geht weiter und jetzt wird gestellt. Für Jule Schiller und Marie Claude macht das Tor. Der dritte Wurf, der dritte Aufsetzer und das Tor. Und jetzt zwei Tore Führung für Grün-Weiß-Schwerin. Wer hätte es gedacht? Die sind eindeutig besser aus der Pause gekommen. Und jetzt sogar Torwartwechsel bei Wismar. Ja, ist eine ganz alte, erfahrene Torhüterin. Hat sehr viel Erfahrung. Auch in der ersten Maraner Frauen gesammelt. Ja. Und kann natürlich im richtigen Moment zu einem starken Rückhalt werden. Ja, die Erfahrung spricht da jedenfalls für sie, Heidrun Rose. Jetzt gilt es für die Schweriner Werferin natürlich wieder darauf zu achten. Sie hat natürlich eine ganz andere Bewegung, andere Schwachpunkte. Die gilt es erstmal in Kürze rauszufinden, um sie dann auch durchweg bezwingen zu können. Silke Pörschke hat das Tor kaputt gemacht, ja. Macht den Treffer zum 16 zu 15 und jetzt muss das Tor neu justiert werden. Und ja, das macht der Schiedsrichter selber. Ja, multifunktional. So ein Schiedsrichter.